Diese vier schnellen Beine haben Großes vor in diesem Jahr. Sie wollen bei den Olympischen Spielen zeigen, dass auch deutsche Sprinterinnen und Sprinter beim größten Sportfest der Welt für Furore sorgen können. Hey, wir sind Lisa Meyer und Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar. Und wir freuen uns riesig auf Tokio 2021. Überhaupt dabei zu sein, ist für deutsche Sprinterinnen und Sprinter schon schwierig genug. Die Normen liegen sehr tief, um dann gegen die Besten der Welt ansatzweise mithalten zu können. Außerdem ist die Konkurrenz im eigenen Land groß. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, ist Tokio für Lisa Meyer der große Antrieb. Die Olympischen Spiele sind das, weshalb ich die letzten Jahre während den Verletzungen nicht aufgegeben habe, worauf ich mich riesig freue, und von daher wird es für mich ein Riesenhighlight. Lisa Meyer ist erst 24 Jahre alt, ihr Teamkollege Kevin Kranz sogar noch 2 Jahre jünger. Eine hartnäckige Krankheit hat ihn fast 1,5 Jahre am optimalen Training gehindert. Trotzdem glaubt er fest daran, in Tokio über 100 oder 200 Meter dabei sein zu können. Für mich ist Olympia auch was ganz Besonderes. Ich habe noch nie an Olympia teilgenommen und ich hoffe natürlich, dass ich mich über den Einzelstart dort qualifizieren kann. Wenn sie es schaffen, gibt es die besten Chancen auf einen Endlauf natürlich in den Staffelwettbewerben. Denn dort sind die Deutschen wegen guter Wechsel meist recht weit vorne mit dabei.